Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von DayZ. Wir sind hier auf einer Insel mit Dinosauriern und anderen Spielern und das Hauptziel ist es natürlich zu überleben. Ich habe mir aber diesmal auch noch drei persönliche Ziele gesetzt für die heutige Folge. Und zwar möchte ich unbedingt mal eine bessere Waffe finden als hier diese Pistole. Auch mit Munition. Also beim letzten Mal haben wir ja auch Waffen gefunden, allerdings nicht die passende Munition. Und ich habe mir auch als zweites Ziel gesetzt, dass wir mindestens einen Dinosaurier heute mal killen. Das heißt, wenn wir dafür eine Waffe finden, wäre es natürlich sowieso gut. Und das dritte Ziel für die heutige Folge wäre es, einen Fleischfresser zu finden. Da reicht es mir, wenn wir den sehen. Also killen können wir auch einen Pflanzenfresser. Wenn wir direkt eine Waffe finden, wäre natürlich nice. Dann hätten wir direkt unser erstes Ziel erfüllt. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Vielleicht gibt es ja hier auch sogar Wassersaurier. Das weiß ich halt nicht. Ich meine, Flugsaurier gibt es auch. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Die Kiste sieht auch so ein bisschen aus, als wenn man die zerstören könnte. Ich habe hier diese wunderschöne Raptorklaue. Damit kann ich vielleicht mal darauf kloppen. Nee, das wird aber nichts. Schade, schade. Dann suche ich mal ein bisschen weiter, würde ich sagen. Ich glaube, das ist auch eine Base oder sowas. Sieht sehr seltsam aus. Komischer Briefkasten ist hier dran. Ja, da muss man irgendwas eingeben. 1, 2, 3, 4. Egal. Dann gehen wir weiter. Hätte ja klappen können. Ja, sieht halt nicht so aus, als wenn hier irgendwas ist. Hier ist noch eine kleine Hütte. Aber hier erwarte ich jetzt nicht so viel, muss ich sagen. Ah, immer ein Schulrucksack. Auch wenn es doof aussieht. Da steht sogar Jurassic Isle drauf. Aber so richtig ernst nehmen kann man uns jetzt nicht mehr. Sieht ein bisschen bescheuert aus. Dann geht's jetzt wohl doch in den Dschungel. Ich glaube, ich mach mal fürs Feeling ein Knicklicht an. Es wird nämlich bald auch dunkler. Dadurch ist die Sicht eher noch schlechter. Ist halt weit und breit gar nichts. Ich glaube, ich habe mich für den falschen Weg entschieden. Wobei, da vorne läuft was. Ein Mensch, glaube ich. Oh nein, ist doch kein Mensch. Oh, er hat uns gesehen, oder? Ach nee. Wir müssen gehen. Oh, der ist voll schnell. Ich hau ihn mit dem Knicklicht. Oh Gott. Okay, er ist down gegangen. Was war das denn für ein Ureinwohner? Das war kein normaler Zombie. Oh nee, das ist nicht gut. Oh, wir müssen hier weg, da kommen immer mehr. Die Schüsse locken halt andere an. Oh, bitte nicht. Das waren jetzt viele Patronen, die wir verschwendet haben. Hier ist jetzt auch mal ein größeres Gebäude. Vielleicht finden wir hier was. Ich glaube, das ist eine Schule. Dann sind wir genau richtig mit unserem Rucksack. Ich würde mal kurz hier die Taschenlampe in die Hand nehmen. Da mal die Batterien reinmachen. Ich glaube, das könnte ganz cool sein. Sehen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr.
Aber ist auch irgendwie ein bisschen gruselig. Halt auch echt so ein Horror-Game sein. Bis jetzt ist hier aber alles leer. Hier liegt halt gar kein Loot. Also das Gebäude lohnt sich auf jeden Fall nicht. Hier geht's auch aufs Dach. Oh, jetzt ist er richtig düster draußen geworden. Es ist so unfassbar duster hier. Ich habe echt Angst, auf Dinos zu treffen in der Dunkelheit. Ich habe halt auch kaum noch Munition. Guck mal, ich muss in jede einzelne Duschkammer gucken. Batterie nehme ich auf jeden Fall mit. Ein Handfunkgerät brauchen wir nicht. Aber hier haben wir unsere erste Waffe. Das ist doch schon mal sehr gut. Zwei Waffen sogar. Eine Glock 18 und eine AK. Ja, da wird wahrscheinlich ein Schuss drin sein, gehe ich von aus. Ne, wir haben sogar 11 Schuss. Oh, das ist aber gut. Ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt die AK gefunden haben, können wir unsere erste Mission abhaken. Beziehungsweise, hier ist noch richtig viel. Was ist das denn? The Reaper. Und einfach eine ACR. Jetzt haben wir hier 16 Schuss. Okay, wir haben auf jeden Fall die Mission jetzt abgehakt. Oh, hier ist noch eine Notfackel. Oh, das ist ja ein Traum. Endlich können wir wieder richtig sehen. Oh nein. Lass mal das Knicklicht hier liegen. Wir haben ihn. Aber jetzt sollten wir gehen. Die Schüsse locken halt immer andere Zombies an. Deswegen nix hier weg hier. Jetzt zum Glück langsam wieder Tag. Also das heißt, das Knicklicht brauchen wir gleich nicht mehr. Ja, ich renne mal in den Dschungel. Ich will jetzt hier auch nicht von anderen Spielern abgeschossen werden. Wir sind mittlerweile wieder im tiefsten Dschungel angekommen. Ich habe auch die ganze Zeit mein Gewehr draußen, weil ich einfach Angst habe, dass auf einmal ein Dinosaurier neben uns steht. Ich habe übrigens einen neuen Rucksack, der ein bisschen größer ist. Und auch ein Rotpunktvisier. Das könnte helfen beim Zielen. Aber ich habe bis jetzt noch nichts von Dinosauriern gehört. Keine Ahnung, wo die sich aufhalten. Aber ich glaube, wir müssen jetzt erstmal hier durchs Wasser. Und dann geht's weiter Richtung Norden. Ja, was ist denn jetzt los? Ich glaube, ich habe mich erkältet oder so. Ich hab angefangen zu husten. Mich halt wirklich erkältet. So ein Mist. Meint ihr, so ein Wärmekissen bringt mir was? Keine Ahnung. Was mache ich denn jetzt? Oh nee. Ich glaube, ich weiß, was hier ist. Hier ist Radioaktivität oder so. Es wird nämlich gerade immer schlimmer. Wir müssen wieder zurück in den Dschungel.
Ja, jetzt ist es wieder besser. Ach, krass. Das heißt, in dem Bereich kann ich nicht reingehen, oder wie? Ist natürlich schlecht. Ja, wir sind jetzt wahrscheinlich schon verseucht. Ich glaube, ich verblute halt. Aber ich habe keine Bandagen mehr. Was soll ich machen? Oh, da ist ein Spieler. Schnell hinter, vielleicht kann der mich retten. Ich sollte auch schießen, oder? Damit der kommt. Oh mein Gott, vielleicht kann er mich retten. Oh nein. Ja, das war's. Ah, guck mal, direkt neben einem Dino gespawnt. Barbaridactylus hattet ihr reingeschrieben, ist das wohl? Ja, der sieht in Jurassic World Evolution 2 ein bisschen anders aus. Ah, dann war es ja gar nicht so schlecht, dass wir jetzt gestorben sind. Und ich glaube, der hängt hier so ein bisschen fest. Jetzt fliegt er davon. Ich versuche den jetzt zu killen für unsere Mission. Der zählt übrigens nicht als Fleischfresser für die Mission. Also ich will schon einen richtigen Landsaurier, der Fleisch frisst, finden. Na okay, das war gar nichts. Ich hab ihn zweimal getroffen. Oh, Hit. Wir haben ihn. Nice. Wir haben die Mission abgeschlossen. Oh, sehr gut. Wir haben Dinosaurier gekillt. Sagt direkt jemand anderes. Hier liegt die Leiche. Geh mal zu dem anderen Spieler, der da schießt. Oh, guck mal, da vorne läuft er. Hello, my friend. Can you hear me? Der kann mich schon wieder nicht hören. Okay, das hat ja gar nichts gebracht. Und hier kommen voll viele jetzt. Wir müssen rennen. Ganz schön schnell, ne? Ich glaube, die Zombies sind wir los. Ich glaube, man kann sogar auf das Schiff rauf. Auch interessant. Diese verlassene Stadt sieht aber auch echt krass aus. Schade, dass hier keine Dinos zu hören sind. Oh, da kommt ein Auto. Hallo? Oh Gott. Oh, guck mal, das ist ein Carnotaurus-Schädel. Das heißt, den gibt es hier wahrscheinlich als Fleischfresser. Das ist ja wahrscheinlich eine Trophäe von einem erlegten Carno. Halt irgendeine Spielerbasis gerade, falls ihr euch fragt, warum der da hängt. Das haben irgendwelche Spieler aufgebaut. Ja krass, ey. So einen würde ich gern finden. Das ist auch das Einzige, was mir noch für meine Mission fehlt. Einen Fleischfresser finden. Ich würde auch was Kleineres nehmen. Zum Beispiel einen Kompi oder einen Raptor oder sowas. Das sieht gerade richtig hart nach Unwetter aus. Es fängt bestimmt gleich an zu regnen und zu donnern.
krass, was ist das denn hier für eine Stadt? Jetzt fängt es auch noch genau an zu regnen. Dann wollen wir uns das mal angucken hier, ne? Den muss ich ja fast mit meiner Nahkampfwaffe erledigen, oder? Oder kommen wir irgendwo hier durch den Seitengang? Das sollte auch klappen. Den habe ich zum Glück noch nicht bemerkt. Na, das ist schon eine krasse Stadt hier. Noch nicht gesehen. Das ist ein Raptor, glaube ich. Das war knapp. Aber damit haben wir auch unsere letzte Mission abgehakt. Ich werde mal versuchen, hier aufs Dach zu kommen. Vielleicht können wir ihn dann uns mal angucken. Sounds. Der läuft da unten auf jeden Fall rum. Der ist direkt hier unter uns. Gut, dass ich da weggegangen bin. Das ist auf jeden Fall ein Raptor. Mal das Ding hier weg. Mal sehen, ob die darauf reagieren. Oder läuft er tatsächlich hinterher? Das ist gut zu wissen. Das heißt, damit kann man die ablenken. Oh, ich glaube, die sind sauschnell. Wenn ich jetzt hier nicht auf dem Dach wäre, wäre ich tot, glaube ich. Oh, ich habe gar keine Muni drin. Ich werde versuchen, den auszuschalten, sonst kommen wir hier nie wieder weg. Oh, es klingt so böse, wenn er in die Halle rennt. Zum Glück kann der keine Leitern klettern. Oh Gott, ey. Wie sind die jetzt hier hochgekommen? Oh, was mache ich denn jetzt? Sobald er wieder runterkommt, gehe ich wieder hoch. Ich komme nicht an die Leiter ran. Schnell! Kletter! Oh Gott. Als ob der hier aufs Dach gekommen ist. Okay, wir müssen uns erstmal verarzten. Raptoren sind verdammt intelligent. Ich glaube, uns geht es wieder ein bisschen besser. Ich habe jetzt keine Muni mehr hierfür. Das heißt, die Waffe kann ich erstmal eigentlich beiseite packen. Nehme ich mal lieber die Pistole noch. Und ich muss meine Schrotflinte nachladen. Boah, das war aber auch. Ich war gerade ein bisschen panisch, muss ich sagen. Bin überfordert mit der Steuerung, als er auf einmal vor mir stand. Das kam aber auch so plötzlich. So, der Plan ist, ich habe noch ein so ein Knicklicht.
Vielleicht kann ich den ja hier vorne rauslocken. Dann abschießen. Ich mache halt keinen Schaden, ne? Das hat nicht so gut geklappt. Ich weiß gar nicht, ob man noch besser nachladen kann in dem Spiel. Müsstet ihr mal in die Kommentare schreiben. Und wenn er gleich nochmal rauskommt, schieße ich nochmal. Oh nein, die zweite Kugel ist daneben gegangen. Ich habe noch 10 Patronen, also alles gut. Nicht so hastig schießen. Da ist er wieder. Oh, wir haben ihn erlegt. Gott sei Dank. Boah, da bin ich heilfroh. Endlich ist Ruhe hier. Und wir können wieder runter. Unsere Munition hat gerade so gereicht. Oh, jetzt ist hier irgendwo ein anderer Spieler. 4 Schüsse. Da ist unser erster Raptor. Ja, krass. Ich weiß gar nicht, was man damit noch machen könnte. Wahrscheinlich eine Trophäe oder so sich mitnehmen. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Geh mal zu den Schüssen, vielleicht kann ich dem helfen. Vielleicht ist der auch gerade in der Bredouille. Oh. Ja, schon wieder ein Raptor. Oh nein. Der hat mich bemerkt. Wir müssen hier hoch. Oh, das war knapp. Oh Gott. Gerade so. Hallo? Was mache ich denn jetzt? Ich hoffe irgendwie, dass der andere Spieler mich jetzt rettet. Aber ich glaube, der kämpft gerade selber. Da ist er. Ich schieße mal in die Luft. Am besten mit der Pistole. Einfach in der Hoffnung, dass der andere Spieler uns helfen wird. Bisschen Munition haben wir noch. Weil ich werde hier nicht mehr runterkommen ohne seine Hilfe. Wenn ich runtergehe, ist es mein sicherer Tod. Der andere Spieler kommt. Genau da ist er. Soll ich nochmal einen Kopfschuss versuchen? Vielleicht hilft es ja. Ich habe ihn nochmal 2-mal getroffen. 6 Kugeln haben wir noch. Ich werde halt niemals hier wegkommen, wenn ich runtergehe. Niemals. Ich werde jetzt versuchen, mich hier wegzuschleichen. Ist hier gerade nicht zu sehen. Aber ich habe jetzt nicht bemerkt. Ja, aber die Schüsse von dem anderen Spieler sind schon seit längerer Zeit verstummt. Nicht, dass er draufgegangen ist. Oh, hier liegen Knochen. Das waren bestimmt die Raptoren.
Na, guck mal, da vorne wäre eine Kirche. Da könnten wir mal hingehen. Vielleicht finden wir da irgendwas Gutes. Da ist ein Raptor. Gott, auch. Wir müssen weg von dieser Kirche. Wie viele Raptoren sind denn hier? Hier ist auch alles voll verbarrikadiert. Vielleicht ist hier Munition oder so. Sieht aber ehrlich gesagt nicht so aus. Oh Mann. Ja, die Sonne geht langsam auch unter. Ja, wir haben alle unsere Tagesziele erfüllt. Ich denke, das soll für heute dann reichen. Ich sehe keinen Ausweg mehr. Wir sind von Raptoren umzingelt. Falls euch DayZ gefällt und ihr weitere Folgen sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.